Jo, was geht ab bei euch auf der Erde? Terrafox hier von der Erde. Und nun spielen wir wieder ein neues Sonic-Fangame. Und zwar Sonic Involution von Aerof. Ist nicht Sonic Revolution, gibt's auch, aber das ist Sonic Involution. Ein 3D-Sonic-Spiel. Gehen wir mal rein. Ja, so, das ist die Kontrolle. Pause und so. Wall Run. Jump. Spin. Move Camera. Move. Super Peel. Drift. Okay. Wissen wir jetzt. Und dann gehen wir mal, was ist das denn hier? Eins, keine Ahnung. Gehen wir auf Play. Und das ist das Spiel. Schaut euch mal das Sonic-Modell an. Knuffig. Was soll man dazu sagen? Und wow, jetzt fallen wir fast hier runter. Also mit der linken Schultertaste kann man driften. Oh. Das war's wohl erstmal. Man hat so einen kleinen roten Punkt, wo man sehen kann, wo man landet. Auch nicht schlecht nach einem Sonic-Spiel. Also, das X ist Spin. Drehen, dann wieder mit so einer kleinen blauen Kugel. Und, hier ist ein Stern, okay. Können wir aber nicht aufsammeln, so wie in Super Mario. Wow. Okay. Das Spiel ist wohl noch ein bisschen knifflig. Es steuert sich gut, muss man sagen. Man kann eigentlich hier schön nach rechts oder links neigen, ohne dass gleich der ganze Controller im Eimer ist, die ganze Kontrolle im Eimer ist. Aber so. Wow! Verdammt nochmal! Was ist denn das? Sind wir wieder hier? Gibt es hier keine Leitplanken oder so irgendwie? Fallen wir da und runter. Okay. So, da haben wir ein paar Ringe auf. Kann man hier Walljumpen oder so? Stand auch irgendwas mit Walljump. Irgendwas stand da gerade eben. Boah! Die Musik fängt auch von vorne an, das ist auch nicht so schön. Okay. Driften geht schon mal sehr gut. Möchte eigentlich hier auf diese Bahn kommen. Irgendwie kommen wir jetzt nicht durch. Hier drüber springen. Ja, so jetzt sind wir weiter als bislang im Spiel. Oh, wir fallen schon wieder runter. Ja, endlich. Die Musik ändert sich auch. Wir haben jetzt Geige jetzt im Ohr. Die Geige im Ohr. Und. Na, schauen wir mal, was das Spiel so am Ende bringt. So, 6 Ringe. Gibt keinen Spin Dash, gibt keinen Homing Attack. Nur driften kann man. Wow, das war jetzt nicht so geplant. Sind wir zurück? Nein, nicht so weit zurück. Ah, wir können uns noch retten. Ja, wir haben uns doch gerettet. Oh, ja, so sollte es sein. Oh. Oh je. Jetzt kleben wir in der Decke fest. Es hat sich die Stage ganz geändert. Wow. Jetzt fahren wir runter. Laufen weiter. So, vorsichtig. Ja, so, ganz am Rand sind wir jetzt schon. So. Ja, was? Es war ein Gegner? Konnte man ja gar nicht erkennen, dass es ein Gegner war. Das hätte ich eigentlich keine Ahnung, was machen sollen. Okay, so weit kommen wir nicht. Okay, ist hier ein Checkpoint oder so? Haben wir gar nicht gesehen. Ah, das ist der Checkpoint. Schaut euch mal 2 Blöcke. Das ist ein neuer. Das war ein Checkpoint, habe ich noch nie gesehen. Irgendwie kann man nicht 2 Ringe auf einmal sammeln. Geht nicht. Schade. So. Geht einmal um, hört sich gerade rum.
Okay. Wir haben jetzt 8 Stundenkilometer. War abgelenkt von der 8 Stunden. 108 Stundenkilometer kannst du nicht maximal laufen in dem Spiel. Jetzt wissen wir, wie schnell Sonic rennen kann. 108 Stundenkilometer. Okay. Die Anzeige ist auch irgendwie links ist ein Kompass, glaube ich, aber ich weiß nicht, wie der funktionieren soll. Und da unten ist noch so eine Leiste, von der ich keine Ahnung habe, was sie bedeutet. So, jetzt gehen wir mit Spinnen hinein, Bomben. Ja, geht doch. So, Gegner erledigt. Wow. Und runtergefallen. Jetzt werden wir hier. Ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht, Leute. Da sind wir mit 100 Stundenkilometer, sammeln ein paar Ringe ein. Ah so, jetzt kann man 2 Ringe halt gleichzeitig auch sammeln. Man soll genau mittig treffen, dann geht's. Aber es ist nicht machbar. So, jetzt hier. Nehmen wir die schmale Brücke. Die Steuerung fühlt sich besser an, nicht so wie in Sonic. Namen vergessen. Das, was aussieht wie Unleashed, nur am Tag. Das Sonic Fangame. Habe ich auch angespielt. Das hatte so eine komische Kontrolle. Das hier ist wesentlich besser. Wie hieß das Spiel nochmal? Sonic Arcus, genau, Sonic Arcus. So hieß das Spiel. Oh, ich kann mich noch erinnern. Mein Gedächtnis ist doch nicht so kaputt, wie ich dachte. Sonic Arcus, genau da war die Steuerung wirklich irgendwie zu empfindlich oder so. Keine Ahnung, man konnte da irgendwie nicht geradeaus laufen. In dem Spiel hier kann man geradeaus laufen. Der sogar. So, hier hoch. So. Das ist ein Weitsprung, ne? Das ist ein weiter Sprung. Aber das Spiel hat eine Anzeige, wo Sonic landet. Oh, jetzt kommen die Autos wieder. Und die leuchten sogar. Keine Ahnung, was wir jetzt machen sollen. Der hier kann nicht mehr geradeaus fahren. Nein! Oh! Verflixt, alle Ringe verloren. Nein! Nicht abstürzen. Meine Güte. Nein, wieso können wir nicht dran laufen? Oh. Oh. Jetzt sind wir wieder am Anfang. Ja, nicht ganz am Anfang, aber. Ja, irgendwie weiß man gar nicht, wann die Stage aufhört. Das ist ja. Das neue Spiel gefällt mir. Das Modell sieht zwar beschissen aus und Stage ist. Oh, wie kommt man jetzt da ran, ey? Wie geht das? Das geht doch gar nicht. Jetzt können wir den ganzen Weg wieder von vorne laufen. Nur um an der Stelle wieder zu sterben, wo man nicht an der Wand laufen kann. Und der. Jetzt sind wir gestorben wegen so einem blöden Auto. Weil der eine hier, der da gerade leuchtet, nicht geradeaus fahren kann. Kann nicht geradeaus fahren. Wow, nein, nicht schon wieder. Wow, das war knapp, aber jetzt sind die runtergefallen. Oh. Autos, was soll man denn sonst dazu sagen? Blöcke? Das sieht ja kultig aus. Ah, man kann drüber springen, immerhin. Können wir auch wegkicken oder so? Mit Spin. Ah, wenn sie leuchten, wahrscheinlich nicht. Geld, man kann die kaputt hauen. So, jetzt gehen wir nach links hier, nicht mehr auf diese Wand. Boah, da geht's gar nicht gerade weiter. Da geht's gar nicht weiter. Scheiße! Mann! Meine Güte! Oh. Oh. Da.
Das ist aber, wow, tot. Ja. Spielen wir mal ein bisschen anders. Um Gottes Willen. Boah, ein paar Ringe. Ein paar Ringe. So, und jetzt? Ah, da kommt man nicht drüber. Da kommt man nicht drüber. Okay, einen Einlauf versuchen wir nochmal und dann beende ich das Let's Play. Wir sind jetzt hier schon 8,5 Minuten ran. Oh Mann. Ringe, Ringe, komm, Ringe. Ein Ring wenigstens. Einen haben wir. So ein Blödsinn. Oh. Na hier, wie soll man denn jetzt da hinkommen? Da fällt man sofort runter. Die anderen, das führt uns nix. Ja, biegen alle rechts oder links ab, die Blöcke. Da muss man jetzt durch. Das ist Walljob nochmal. Wow. Nein, man kommt nicht drüber. Geht nicht. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ja, vielleicht hast du ja. Ja, keine Ahnung. Wieder ist jetzt genau. Crash 40, Freaks 98, keine Ahnung. Seit der hat das Spiel auch angespielt. Ob der drüber gekommen ist, ich weiß es nicht. Wir kommen jedenfalls nicht drüber. Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Und, ja, das war jetzt Sonic Involution. Das. Nicht Evolution, nicht Revolution, Involution. Ein etwas merkwürdiges 3D-Sonic-Spiel, muss man sagen. Aber es hat Spaß gemacht. Und sind wir wieder am Sterben. Ja, ich lasse es sein. Vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Bleibt gesund. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.